Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen beim Report. Aufgedeckt, mafiöse Vorgänge und weitere Elendsquartiere, wie syrische Flüchtlinge ausgebeutet werden. Und wie der Familiennachzug das Bildungs- und Gesundheitssystem zunehmend unter Druck setzt. Hilft eine bessere Verteilung von Flüchtlingen in ganz Österreich? Darüber diskutieren live im Studio die AMS-Chefin Petra Draxl und Lukas Garleitner-Gerz von der Asylkoordination. Und warum so viele hier lebende EU-Bürgerinnen und EU-Bürger die Wahlfrist versäumt haben. Wien hat ein Problem, das sagen selbst die Verantwortlichen. Und trotzdem dreht sich die politische Diskussion, wie so oft, wenn es um Zuwanderung und Integration geht, auch derzeit im Kreis. Wir fragen daher heute gezielt nach Lösungen. Guten Abend, schön, dass Sie da sind. Willkommen beim Report. In der Bundeshauptstadt leben derzeit nicht nur die meisten Flüchtlinge. Es kommen vor allem immer mehr syrische Frauen und Kinder, die von ihren Männern mit einem bereits positiven Asylbescheid nachgeholt werden. Und das belastet nicht nur das Schulsystem, sondern, wie wir Ihnen auch gleich zeigen werden, das Gesundheitssystem und die Wohnsituation. Es sind einmal mehr Bilder von desolaten, verschimmelten Wohnungen, die völlig überteuert vor allem an Flüchtlinge vermietet werden. Steckt dahinter eine mafiöse Struktur? Dieser Frage gehen meine Kollegen Yilmaz Gülüm und Faris Rahoma nach, die diese Missstände aufgedeckt haben. Man braucht nicht viel Fantasie, um zu erkennen, dass dieses Gebäude in der Pernersdorfer Gasse in Wien-Favoriten seine besten Jahre lange hinter sich hat. Was man von außen aber nicht sieht, ist, was sich drinnen abspielt. Abdelrahman Koya ist seit etwa 2 Jahren in Österreich. Seit einem halben Jahr betreibt er im Erdgeschoss einen Supermarkt. Allein in dieser Zeit habe sich der Zustand des Hauses rapide verschlechtert. Was ist denn hier passiert? Aus den oberen Wohnungen kommt von überall Wasser. Die Decke ist daher einfach runtergefallen. Wie viel Schaden ist Ihnen entstanden? In den ersten 6 Monaten, seit ich hier bin, naja, wahrscheinlich 45.000 Euro. An etlichen Wänden und an der Decke sind gravierende Wasserschäden sichtbar. Regelmäßig fällt auch der Strom aus. Schimmel ist ebenfalls ein Problem, vor allem im hinteren Teil des Geschäfts. Schauen Sie sich das mal von dieser Seite an. Hier ist es am schlimmsten. Also da ist die komplette Wand durchgeschimmelt. Seit etwa einem Jahr wohnen überwiegend syrische Flüchtlinge in dem desolaten Haus. Die Bewohner dieser Wohnung zeigen uns bereitwillig, wie sie hier leben. Nur ein Interview wollen sie nicht geben. 5 Leute wohnen hier. Die Miete wird auch im Bar kassiert. 250 Euro im Monat kostet eine Matratze. Dazu kommen noch Kosten für Strom. 5 Männer wohnen in den 2 Zimmern. Ja, und wie alle Wohnungen in Häusern wie diesen, auch hier keine Heizungen. Man hält sich mit Decken warm. Wir fragen die Bewohner, wie sie zu den Wohnungen gekommen sind. Über Facebook. Es gibt mehrere Gruppen, wo Wohnungen wie diese angeboten werden, wo man suchen kann. Man tauscht sich aus, einigt sich und zieht ein. Während des Interviews steht ein Aufpasser in der Nähe. Ein Abgesandter des Vermieters drängt die Bewohner zu sagen, es gäbe hier keine Probleme. Nur ein Vorgeschmack auf das, was uns in einem weiteren Elendsquartier passieren wird. Dazu später mehr. Der Vermieter hier ist ein alter Bekannter, der Iraker Hamed S. Er ist auch der Vermieter jener 3 Häuser in Wien, deren desolaten Zustand der Report vor einem Monat aufgedeckt hat. Die Lebensbedingungen auch hier katastrophal. Seit damals hat sich für die Bewohner noch nichts verbessert. Bei diesen Elendsquartieren zieht der Chef der Immobilienfirma Mauerwerk die Fäden, der hier sein Büro hat. In Favoriten gibt es andere Eigentümer. Das Geschäft mit dem Leid ist für viele lukrativ. Schauplatzwechsel, Wielandplatz. Nur knapp 1 Kilometer von der Pernersdorfer Gasse entfernt, ein weiteres Horrorhaus. Auch hier bleiben wir nicht lange unentdeckt. Als uns dieser Herr sieht, informiert er sofort den Vermieter. Er erklärt, dass es hier keine Probleme gebe, wir nicht hinein dürfen und fordert uns auf, wieder zu gehen. Wir machen uns trotzdem ein Bild. Das Haus sieht abbruchreif aus. Erst seit 2 Monaten leben Flüchtlinge hier. Sie haben die Wohnungen selbst renoviert. Bei der Übernahme sahen sie noch so aus. Ich
Ich spreche auch deswegen mit euch, um die Behörden zu bitten, ihre Arbeit zu tun. Schaut euch die kaputten Wohnungen an, in denen wir leben müssen. Das ist unvorstellbar. Gebürtige Österreicher würden in solchen Häusern nicht leben. Wir Syrer müssen es aber, weil wir keine Alternative haben. Wo sollen wir hin? Solche Interviews hört der Herr von draußen nicht gerne. Er behauptet, wir bräuchten dafür die Erlaubnis der Eigentümer. Es entsteht eine hitzige Situation. Wenn Sie glauben, das ist illegal, rufen Sie die Polizei und sonst bitte lassen Sie uns in Ruhe. Ja? Und sonst brauchen Sie. Ich weiß schon, wo du wohnst. Ach so? Nein, wir wissen, was ihr hier macht. Der Herr geht schließlich weg. Wir können weiterarbeiten, fürs Erste. Es fehlt an allen Ecken und Enden. Für die Wohnung eines Ehepaars werden 450 Euro in bar verlangt. Auf dem Zahlungsbeleg ist nicht einmal das Datum vermerkt. In anderen Wohnungen werden Matratzen vermietet, bis zu 300 Euro pro Person. Das Haus ist so schlecht isoliert, dass uns selbst mit Straßenbekleidung kalt wird. Mein Mitbewohner hat die Zeitungen auf die Fenster gegeben wegen des Sonnenlichts und auch wegen der Kälte in der Früh. Die Menschen, die hier wohnen, sind alle erst seit ein, zwei Jahren in Österreich. Viele leben von der Sozialhilfe und machen Deutschkurse. Um überhaupt eine Wohnung zu bekommen, müssen sie mehrere tausend Euro in bar auf den Tisch legen. Ihnen fehlt die Alternative zu solchen Quartieren. Uns ist bewusst, dass durch Flüchtlinge viele Probleme für den Staat entstehen. Dennoch wünschen wir uns, dass die Behörden uns in dieser Notsituation bei der Wohnungssuche helfen, damit die notleidenden Menschen in Wohnungen mit korrekten Mietverträgen leben können und nicht 4.000 bis 5.000 Euro Schwarzgeld an Provisionen zahlen müssen. Davon haben weder Sie selbst etwas noch der Staat. Unser Interview wird jäh unterbrochen. Ein Vertreter des Eigentümers taucht auf und möchte, dass wir verschwinden. Sie dürfen da nicht rein. Sie dürfen auch nicht ins Haus rein. Es wurde Ihnen schon ein paar Mal gesagt, Sie haben das ignoriert. Wenn ich zu einem Mieter ins Haus gehe, brauche ich dich die ein. Und der Mieter hat Sie sicher nicht eingeladen. Natürlich, wir haben uns Zutritt verschafft. Haben wir die Tür aufgebrochen? Die Mieter haben uns reingebeten, haben wir die Tür aufgebrochen? Genau. Das ist jetzt die Ausrede. Die Ausrede? Welcher Mieter ist es, der Sie reingelassen? Wer ist der Mieter? Wollen Sie ihn betrogen? Nein, weil will ich nicht. Wer ist der Mieter? Warum ist das jetzt? Ich will wissen, wer der Mieter ist. Sogar die Polizei kommt. Wir weisen sie darauf hin, dass es für die Bewohner ungemütlich werden könnte, sobald unsere Kamera weg ist. Die Wohnungen dürfen wir übrigens selbstverständlich filmen. Der Vermieter ist hier der Österreicher Michael S. Auch er kein Unbekannter. Michael S. hat auch die Wohnungen am Gaudenzdorfer Gürtel vermietet. Seit eineinhalb Jahren gibt es weder Gas noch Strom. Viele der Räume sind verwüstet. Vor knapp drei Wochen haben mehrere Männer gewaltsam versucht, die Bewohner hinauszuschmeißen. Die Eingangstüren sind demoliert. Kurz darauf wurde auch das Wasser abgedreht. Um Wasser zu bekommen, gehen die Bewohner an die Hauptleitung im Erdgeschoss. Dort gibt es ein kleines Ventil, um Kanister zu füllen. Mit diesem Wasser muss man kochen und sich waschen. Selbst für Menschen, die den Krieg erlebt haben, schwer auszuhalten. Wir haben in Soja 10 Jahren ohne Strom und ohne Heizung gewonnen. Und das geht ja, noch gut. Aber ohne Wasser, wir können nicht überleben ohne Wasser. Ohne Wasser sind die hygienischen Zustände desaströs. Neu sind die Missstände hier nicht. Das Online-Magazin Momentum hat bereits vor knapp einem Jahr darüber berichtet. Warum setzen die Behörden dem nicht ein Ende? Thomas Mallott ist Sachverständiger für Immobilien. Die Gesetze seien jedenfalls streng genug. Ein Beispiel, einen § 6, also eine Zwangsverwaltung, kann jederzeit auch die Gemeinde beantragen. Die Gemeinde beantragt, dann dauert es halt 3-4 Monate beim Bezirksgericht, da wird den Zwangsverwalter bestellt und dann kann man den Menschen da drinnen helfen. Es gibt ausreichend Wege. Was wäre denn notwendig? Politischer Wille, mehr Ressourcen bei diesen Behörden? Ich glaube, es ist kein Ressourcenproblem, es ist schon auch eine Frage des Wollens. Des Wollens der Politik? Ja. Die Verantwortlichen sind den Behörden gut bekannt. Einige von ihnen sind bereits seit 10 Jahren und länger im Geschäft.
Die sind natürlich sehr geschickt, nicht? Die machen heute eine GmbH auf und morgen diese GmbH wieder zu und eine neue GmbH auf. Das heißt, man hat sehr oft keine Ansprechpartner oder sie schützen irgendwelche Geschäftsführer vor oder ähnliches. Das sind Konstruktionen, die schon recht geschickt gemacht werden. Ja? Das Entscheidende ist, es muss wirtschaftlicher Druck ausgeübt werden. Das typische Beispiel dafür ist tatsächlich die Zwangsverwaltung. Wenn jemandem sein Eigentum weggenommen wird und durch einen Zwangsverwalter bewirtschaftet wird, wird er den Teufel tun, sich so zu verhalten, dass das passiert. Die Eigentümer der Pernersdorfer Gasse sind eine einschlägig bekannte Familie aus Osteuropa. Ihnen gehört auch das gegenüberliegende Haus, übrigens ebenfalls ein Elendsquartier. Sie waren für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Das Haus am Wielandplatz gehört der Wille Investment Holding. Eigentümer ist ein 30-jähriger Österreicher. Via Anwalt lässt er ausrichten: Die Stadt Wien verwehrt unseren Mandanten bis dato den Abbruch des Bestandsgebäudes, da sie jenes Gebäude offenbar als erhaltungswürdig einstuft. Dadurch entsteht unserem Mandanten ein enorm finanzieller Schaden. Um diesen Schaden so gering wie möglich zu halten, wird ein Teil der Immobilie vermietet. Am Wielandplatz sind die Menschen erst vor kurzem eingezogen und versuchen in diesem Elend irgendwie einen normalen Alltag herzustellen. Am Ende unserer Dreharbeiten wollen einige der Bewohner trotz der Drohungen noch mit uns sprechen. Sie sagen, dass auch der Wielandplatz nur die Spitze des Eisbergs sei. Ich bin seit 1,5 Jahren in Wien und habe bereits in 4 Wohnungen gewohnt. Alle waren so wie diese. Der Tag ist gekommen, endlich darüber zu reden. Dem Report sind bisher über 20 weitere Wiener Adressen bekannt, in denen die Zustände ähnlich sind wie hier. Bilder, mit denen Politikerinnen und Politiker ungern konfrontiert werden. Denn nach wie vor gibt es für diese Probleme, wie soeben gehört und gesehen, in Wien keine nachhaltige Lösung. Ilmaz Gülüm hat dennoch bei SPÖ-Bürgermeister Ludwig und den Verantwortlichen nachgefragt. Ja, das ist ein unhaltbarer Zustand. Das ist ja der Grund, dass das Büro für Sofortmaßnahmen, unterstützt von einer ganzen Reihe von Einrichtungen der Stadt Wien, gegen solche Erscheinungen vorgeht. Und das sind Hauseigentümer, die auf Kosten von flüchtenden Menschen Profit schlagen. Und das ist nicht zu akzeptieren. Warum gelingt es nicht, solche Missstände schneller abzustellen? Naja, wo wir das erfahren, setzen wir auch alle Möglichkeiten ein, die in einem rechtlichen Rahmen gegeben sind. Aber es gibt natürlich deshalb auch Hindernisse, weil manche der dort Untergebrachten kein Interesse haben, dass das auch offenkundig wird. Und von daher, ab dem Zeitpunkt, wo wir sowas erfahren, wird es nach Möglichkeit so schnell wie möglich unterbunden. Experten sagen, es liegt schon auch an den Behörden, die der Stadt zugerechnet werden. Da braucht es mehr Personal, da braucht es mehr Ressourcen und auch den politischen Willen. Ja, was meinen Sie mit politischem Willen? Also der politische Wille, gegen solche Erscheinungen vorzugehen, den gibt es. Wir tun das ja auch regelmäßig. Es ist ja nicht so, dass, wenn wir das erfahren, dass es keine Reaktionen gibt. Ganz im Gegenteil, es sind dann eine Reihe von Magistratsabteilungen, beispielsweise die Baupolizei, aber auch das Büro für Sofortmaßnahmen, sofort im Einsatz. Am Gaudenzdorfer Gürtel ist es schon seit 1 Jahr so ein Problemhaus bekannt. 1 Jahr, in dem sich für die Mieter fast nichts substanziell verbessert hat und auch die Verantwortlichen laufen nach wie vor frei herum. Einer von denen ist sogar derjenige, der die Häuser im 10. Bezirk vermietet, also macht beim nächsten Haus weiter. Ja, aber da ist eine Anzeige notwendig und es muss dann nach dem jeweiligen Delikt vorgegangen werden vor Gericht. Also wir haben ja als Verwaltung nur sehr beschränkte Möglichkeit, gegen solche Erscheinungen rechtlich vorzugehen. Für den Bezirksvorsteher der SPÖ aus Wien-Favoriten gibt es aber auch ein Versagen der Kontrollbehörden. Schauen Sie, das ist in Wien-Favoriten. Ja. Wir haben 3 Häuser in Wien-Favoriten, wo Flüchtlinge so untergebracht sind. Das ist eben die Ausnutzung von den Leid der Menschen, vor allem der Zuwanderer und der Flüchtlinge, die kaum noch einen Platz bekommen. Und wenn sie dann halt den Bescheid haben, dann können sie sich freie Wohnungen suchen. Und dann sind sie mit überhöhten Mieten zu mehreren Eingepferchten in Betten, also fürchterlich. Warum gelingt es nicht der Stadt, sowas abzustalten? Ich glaube, da fehlen einfach die Kontrollmechanismen. Wir haben ja auch Fälle gehabt, wo Firmengebäude dann umgewandelt werden in Kojen mit kleinen Zimmern. Ich glaube einfach, wir brauchen viel mehr Personal, das zu kontrollieren, zu überprüfen. Und ja, würde ich mir wünschen, wenn das wirklich funktionieren würde, wenn man von Haus zu Haus ginge und einmal schauen, welche Situationen da vorzufinden sind.
Ein nach wie vor ungelöstes Problem, das sich die verschärfende Situation von immer mehr Flüchtlingen im Ballungsraum Wien widerspiegelt. Wenn mein Kollege Yilmaz Gülüm und Waris Rauma diese Missstände aufgedeckt haben, auf welche Widerstände sie dabei gestoßen sind, kurzum wie sie, wie wir hier im Report arbeiten, recherchieren, welche Themen wir uns warum ansehen, das erklären wir Ihnen ab sofort auch auf YouTube unter ORF-Kontext, Stichwort Report. Und bevor wir hier gleich im Studio über Lösungen für all diese Probleme sprechen, wie Integration kurz um das Zusammenleben von Wohnen bis zum Arbeitsmarkt funktionieren kann, sehen wir uns noch einen weiteren Aspekt an, den der Zuzug von Flüchtlingen nach Wien und die somit ungleiche Verteilung in ganz Österreich mit sich bringt. Monatlich werden bis zu 300 Kinder mit ihren Müttern nachgeholt, was nicht nur den Unterricht mittlerweile in Containerklassen belastet, sondern, wie uns Helga Lassar und Laura Franz zeigen, auch das Gesundheitssystem, wenn es um die Versorgung der hier ankommenden Kinder und Jugendlichen sowie der heimischen Kinder und Jugendlichen geht. In Ordinationen und Ambulanzen gibt es nicht nur zu wenig Ärztinnen und Ärzte, sondern zunehmend auch Sprachbarrieren. Hallo, Hanne. In der Praxis der Kinderärztin Nicole Greuß in Wien-Alsergrund spiegeln sich die Fluchtbewegungen der letzten Jahre wider. Sie hat mittlerweile Assistentinnen, die Arabisch und Somalisch sprechen. Denn viele Patienten haben Migrationshintergrund. Ebenso eine Sozialarbeiterin, da viele Probleme der Familien über das Gesundheitliche hinausgehen. Diese zusätzlichen Unterstützungsleistungen sind für alle in der Ordination herausfordernd. Die geflüchteten Familien kommen jetzt hier bei uns an und sind eine Belastung. Aber sie sind eine Belastung, eine zusätzliche Belastung in ein völlig krankes, ausgeblutetes System. Weil das Gesundheitssystem und im Speziellen, was die Versorgung von Kindern betrifft, ist es eigentlich schon die letzten 15, 20 Jahre immer schlechter geworden. Vor 10 Jahren hatte Wien rund 240.000 Einwohner weniger, aber 450 Kassenärzte mehr. Vor allem bei den Kinderärztinnen haben nur noch weniger als 40% einen Kassenvertrag. Der Ärztefunkdienst versucht hier, die Lücken zu füllen. In der Nacht, am Wochenende und an Feiertagen machen die Notärzte Hausbesuche. In letzter Zeit vermehrt bei Familien mit Kindern. Man merkt schon, dass die Anrufzahl nach oben geht. Speziell seit der Covid-Pandemie sehen wir schon, dass sehr viele Eltern anrufen. Oft mit dem Argument, dass die Kinderärzte überfüllt sind, dass sie nur begrenzte Öffnungszeiten haben oder um sich einfach eine zweite Meinung einzuholen. Während sich Kollege Andreas Burger auf den Außendienst vorbereitet, ist gleichzeitig im Innendienst Kinderarzt Saini Sushil tätig. Denn nicht nur die Praxen sind voll, sondern auch die Spitäler. Er behandelt hier in der Erstversorgungsambulanz beim Wiener AKH gemeinsam mit mehreren Allgemeinmedizinern täglich rund 200 Patienten, davon etwa 70 Kinder. Die Ambulanz gehört nicht zum Spital, sondern soll die Notaufnahme entlasten, indem vorgeschaltet medizinische Untersuchungen vom Ärztefunkdienst durchgeführt werden. Das ist dadurch geschuldet, dass es halt weniger Kinderkassenfachärzte gibt. Und die Eltern haben oft keine Möglichkeit, irgendwo hinzugehen. Und deshalb ist die letzte Wahl dann immer, oder die einzige Wahl auch leider, ins Krankenhaus zu gehen. Seit Februar gibt es hier zusätzlich den Kindernotdienst mit langen Öffnungszeiten. Die vielen Kinder, die jetzt in den letzten Monaten nach Wien gezogen sind, im Zuge des Familiennachzugs, spürt man auch hier. Das sehen wir auf jeden Fall. Und wir sehen auch, dass der Bedarf sehr groß ist, dass auch hier eine Versorgung, eine gute Versorgung stattfindet. Wir sind hier beim Ärztefunkdienst ein multikulturelles Team. Das heißt, wir haben hier verschiedene Kulturen. Und deshalb gibt es immer auch die Möglichkeit, dass wir jemanden zum Dolmetschen holen. Aber Sie haben recht, oft ist die Sprachbarriere ein Hindernis. Das heißt, das erschwert die Anamnese, aber auch die Behandlung der Erkrankung, weil wir nicht wissen, was die Kinder dann haben. Seit Jahresbeginn sind Kinder bis 7 Jahre die größte Asylwerbergruppe. Zuletzt wurde über eine Sozialhilfeauflage diskutiert, um Wien zu entlasten und Geflüchtete besser auf die Bundesländer zu verteilen. Wiens Gesundheits- und Sozialstadtrat Peter Hacker war am Montag deshalb sehr im Einsatz. Zwischen der Gemeinderatssitzung und mehreren Interviews spricht er mit dem Report über die Probleme im Gesundheitssystem und die fehlenden Kinderärzte.
Das sind besondere Herausforderungen im Zusammenhang mit Menschen, die unsere Muttersprache nicht beherrschen oder nicht gut beherrschen. Und das ist ja der Punkt, warum ich auch sage, in dieser Frage haben wir im Augenblick ein bisschen das Gefühl, dass die Bundesregierung auf Tauchstation gegangen ist. Und deswegen erwarten wir auch von der Bundesregierung, Wahlkampf hin oder Wahlkampf her, dass da jetzt einfach Maßnahmen kommen zur Unterstützung. Und das, wie gesagt, beginnt im Kindergarten und betrifft vor allem die Schulen und zieht sich dann natürlich durch alle Fragen des Lebens durch. Der Gesundheitsminister wollte uns kein Interview geben. Wir fragen die Allgemeinmedizinerin Kamalejan Schmidt, wie sich die Ärztekammer auf die Herausforderungen des Familiennachzugs vorbereitet. Seit Dezember ist sie die Obfrau der niedergelassenen Ärzte in der Ärztekammer Wien. Dankeschön. Es kommen ca. 1000 Leute im Monat nach Österreich. Das sind im Jahr 12.000 Leute. Und wir berechnen gerade, wie viele Kassenstellen genau durch diesen Zuzug noch notwendig werden. Wie viel? Wir sind gerade in Berechnungen. Wir müssen schauen, weil es ist nicht so einfach, weil natürlich die Familien kommen und die bleiben ja nicht bei zwei Kindern, sondern die kriegen ja tendenziell auch wieder Kinder. Man muss auch den Mehrbedarf einrechnen, weil das ja mit der Sprachbarriere auch tendenziell schwierigere Patienten sind. Und es sind Leute, die Krankheiten haben, die wir teilweise gar nicht kennen. Die verschiedenen Player im Gesundheitssystem wollen die Versorgung schon lange neu aufstellen. Versäumnisse sieht der Stadtrat auch bei der Gesundheitskasse, die die Stellen ausschreibt. Es dauert einfach alles zu lang. Und deswegen verstehe ich auch überhaupt nicht, wie da in aller Entspanntheit bei den Krankenkassen und auch im Gesundheitsministerium angesichts dieser Versorgungszahlen, die am Ende des Tages am Rücken der Bevölkerung stattfinden, wie da alle ganz ruhig bleiben können. Auch die Verantwortlichen bei der österreichischen Gesundheitskasse wollten uns kein Interview geben, sondern verweisen auf laufende Verhandlungen. Es gibt aber durchaus Versuche, dem Mangel gegenzusteuern. Mit sogenannten PVEs, Primärversorgungseinrichtungen. Speziell für Kinder gibt es österreichweit nur 6, davon 5 in Wien. 4 weitere sind in Wien in Planung. Es ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir brauchen viel mehr solcher Konzepte, weil nur mit 4 Kinder-PVEs, die wären ja geplant, wo dort ein Sozialarbeiter mitarbeitet, lösen wir nicht wienweit das Problem. Also was ich mir ja wünsche, ist, dass diese nichtmedizinischen Berufe in jeder einzelnen Ordination vorzufinden sind. Das wäre ein Privileg, das dann jeder Bürger in Österreich nutzen kann. Ein neues Konzept hat sich auch Allgemeinmedizinerin Regina Ewald überlegt. Sie leitet das PVE Donaustadt und auch zu ihr kommen immer mehr Familien. Deshalb wollte sie einen zweiten Standort speziell für Eltern und Kinder einrichten, gemeinsam mit einer Kinderärztin und Sozialarbeitern. In dem Sinne wäre das eine perfekte Kombination gewesen, diese Außenstelle für Eltern und Kinder gemeinsam. Weil Kinderärzte alleine dürfen ja nicht Eltern mitbehandeln. Das heißt, die Eltern kommen dann gesondert zu uns und gesondert zum Kinderarzt. Und das wäre eine sehr schöne Erleichterung gewesen, wenn Eltern und Kinder gemeinsam behandelt werden können und wir dafür auch den Platz hätten. Den Antrag dafür hat sie schon vor 2 Jahren gestellt. Und immer wieder muss sie noch Informationen nachreichen. An und für sich muss ein solcher Antrag über den Invertragnahmeausschuss bewilligt werden. Das heißt, im Vertragnahmeausschuss ist die ÖGK und die Ärztekammer gemeinsam beratend tätig. Und da hat es ein Jahr gedauert, bis wir mal eine Antwort überhaupt bekommen haben, beziehungsweise die Anfrage, wie wir uns denn das genau vorstellen. Auch Kinderärztin Nicole Greuß möchte im Herbst in der Nähe ihrer Ordination eine Kinderprimärversorgungseinrichtung eröffnen. Sie ist schon seit über 10 Jahren beim Verein Politische Kindermedizin und setzt sich für die Entwicklung solcher Zentren ein. Es ist insgesamt ein völliges Versagen der gesamten Politik, dass man nicht verstanden hat, dass Kinder wirklich, und es ist diese Phrase, Kinder sind unsere Zukunft, und es ist so. Und es wird nicht genug in das gesunde Aufwachsen von Kindern investiert. Die Zeit drängt, denn das öffentliche Gesundheitswesen scheint den Bedürfnissen der Familien nicht mehr gewachsen zu sein. Und die Arbeit wird immer anspruchsvoller.
Die Zeit drängt, Lösungen sind gefragt und dennoch dreht sich die politische Diskussion, wie Zuwanderung und Integration gelingen kann, dieser Tage wieder einmal im Kreis. Keiner der politischen Verantwortlichen wollte dazu zu uns ins Studio kommen. Daher heben wir dieses Thema jetzt auf die Sachebene. Was müsste also passieren, damit Integrationsprobleme durch Überlastung bis hin zu Parallelgesellschaften erst gar nicht entstehen? Und das diskutieren wir live mit AME-Chefin Petra Draxl, danke fürs Kommen. Und mit dem Experten von der Asylkoordination Lukas Garleitner-Gerz, ebenso danke fürs Kommen. Danke für die Einladung. Sie beide haben in Ihrem Arbeitsalltag mit all diesen Problemen zu tun. Herr Garleitner-Gerz, Sie sind schon sehr lange mit dem Asylsystem befasst. Überrascht Sie diese sich zuspitzende Situation derzeit in Wien? Oder konnte man das 2015, 2016, als damals vornehmlich Männer kamen, die ja jetzt ihre Familien nachholen, vorsehen? Überraschend kommt es nicht. Wir sehen gerade eine Folge der Entwicklung aus den Jahren 2022, 2023. Hier hatten wir sehr viele Anträge. Und hier haben die Behörden darauf fokussiert, zuerst nicht aussichtsreiche Fälle zu behandeln. Und die aussichtsreicheren, eben von syrischen Staatsangehörigen, sind eher liegen geblieben. Später, im letzten Jahr, ist man dazu gekommen, diese aufzuarbeiten. Es wurde der Asylstatus erteilt und hier kommt nun eine andere Regelung zum Tragen, nämlich dass die Familienangehörigen nur binnen 3 Monaten ab Asylzuerkennung unter diesen Voraussetzungen nachgeholt werden können. Das heißt, es ist ein Rückstau gewesen mit einer engen Frist und das hat man aber schon absehen können. Die Anträge bei den Botschaften von den Familienangehörigen werden wöchentlich eigentlich beim Innenministerium eingemeldet. Also es ist jetzt nicht so, dass man diese Situation nicht hätte vorhersehen können. Kann sich das noch weiter zuspitzen? Kurzum, kommen weiterhin in den nächsten Monaten Hunderte von Kindern und Frauen nach? Die Zahlen sind hier sehr klar. Wir haben den Peak jetzt erreicht, Anfang des Jahres. Das hängt auch mit einer Judikaturänderung zusammen. Es ist jetzt nicht mehr so stark die Asylgewährung da, dass wir sehen momentan schon einen Zurückgehen der Anträge bei den Botschaften. Es ist damit zu rechnen, dass im Sommer mit einer Beruhigung eine Beruhigung eintreten wird. Jetzt betrifft das ja, Frau Draxl, nicht nur das Gesundheitssystem und das Schulsystem, wie soeben gesehen, sondern auch den Arbeitsmarkt. Sie sind eine der Vorstände des AMS und 75% aller arbeitslos gemeldeten Flüchtlinge und Subsidiarschutzberechtigten sind in Wien, also 3/4. Wien hat tatsächlich ein Problem. Warum kommen und sind so viele in Wien? Ja, wir sehen auch diese Entwicklung schon eine bestimmte Zeit. Wir sehen sozusagen in den letzten Jahren seit der Flüchtlingskrise, dass die Menschen, nachdem sie Asyl gewährt bekommen haben, nach Wien ziehen, weil sie sozusagen einerseits ein Dach über den Kopf brauchen, wie wir gesehen haben. Also da geht sozusagen, ist es auch lange um die Wohnmöglichkeit gegangen, die in Wien oft besser war wie in den Bundesländern. Und es geht in der Folge sozusagen um Community, um meine subjektive Einschätzung der Chancen. Das hat die Menschen, und das verfolgen wir jetzt seit 2, 2,5 Jahren ganz intensiv, dass Menschen, die auch in Bundesländern den Asylstatus hatten, also den Werbestatus hatten, dass 80% davon sozusagen nach Wien kommen. Und das spitzt sich jetzt natürlich immer mehr zu. Wir stehen sozusagen hier sehr kontinuierlich vor der Situation, dass Wien sich von 70% jetzt auf 75% bewegt hat. Und das ist auch für unser System eine hohe Herausforderung. Der Grund, nach Wien zu kommen, gibt es da noch eine andere Motivation? Die Integrationsministerin Raab macht nämlich heute Morgen schon mal eine aus. Wien gewährt ja großzügiger Sozialhilfe als andere Bundesländer durch Zuschüsse. Ist das ein Faktum, um zu sagen, ich gehe lieber nach Wien als nach Linz? Also alle Studien zeigen ganz klar, es ist nicht so, dass jetzt Sozialleistungen überhaupt keine Rolle spielen, aber sie spielen eine untergeordnete Rolle. Wir sehen das zum Beispiel auch bei der Gewährung von sozialen Leistungen. Hier ist zum Beispiel bei Subsidiärschutzberechtigten in Wien dieselbe Regelung wie in Tirol. Die Zusammensetzung in Tirol von der Struktur der Grundversorgungsbezieher ist aber ganz anders als in Wien. Sie ist viel ähnlicher wie zum Beispiel in Niederösterreich. Das bedeutet, es wird eine Rolle spielen, aber es ist vollkommen untergeordnet. Es geht darum, wie angesprochen, wo habe ich eine Perspektive, wo komme ich auch geringfügig zum Arbeiten und vor allem, wo komme ich mit auch weniger Deutschkenntnissen am Anfang durch, weil wir in der Grundversorgung während des Asylbewerberverfahrens keine Integrationsmaßnahmen setzen. Darüber wollen wir gleich sprechen. Frau Draxl, die Sozialhilfe, wenn Sie auf Ihre Zahlen schauen, auch nach Wien, spielt die eine Rolle? Denn ein Vorschlag, über den wir gleich sprechen wollen, von Ihrem Kollegen Johannes Kopf, zielt ja genau darauf ab.
Ja, wir sagen, es spielt eine Rolle. Ich würde sozusagen, wie der Herr Gahlleitner sagt, es sind drei Faktoren, die eine Rolle spielen. Es ist nicht der einzige Faktor, der eine Rolle spielt. Also Wohnen, Community und Geld spielt eine Rolle. Es sind mehr Faktoren, die eine Rolle spielen. Aber aus unserer Sicht spielt es natürlich auch eine Rolle, dass subsidiär Schutzberechtigte de facto nur in Tirol und in Wien gleiche Bedingungen vorfinden, in anderen Bundesländern nicht. Damit ist es natürlich leichter, von Niederösterreich nach Wien zu ziehen. Das muss man einfach so sagen, ja. Damit ist das sozusagen ein möglicher Anziehungspunkt. Ansonsten in der Sozialhilfe ist es die Versorgung der Kinder, wo der Unterschied zwischen Wien und den Bundesländern liegt. Drastisch gesagt ergibt sich daraus eigentlich ein Teufelskreis, denn in Wien ist auch die Arbeitslosenquote die höchste, um ein Vielfaches höher mit 10% als in anderen Bundesländern. Jetzt hat Ihr Kollege, wir haben schon angesprochen, einen Vorschlag gemacht, der eigentlich schon lange diskutiert wird. In der Politik auch sehr kontroversiell, man kommt zu keiner Lösung, nämlich der Vorschlag nach einer Wohnsitzauflage. Schnell erklärt, jemand, der sich selbst erhalten kann, soll umziehen dürfen. Alle anderen sollen in dem Bundesland bleiben, wo das Asylverfahren abgewickelt wurde. Nur dann bekommen sie Sozialhilfe. Ebenso alt wie diese Diskussion sind auch die Einwände, die rechtlichen. Das geht nämlich entweder nur für alle, also auch für Österreicher und nicht nur für Flüchtlinge. Warum kommt der Vorschlag trotzdem? Na, wir sagen, es ist nicht eine One-Trick-Pony-Show. Ja, es geht sozusagen wirklich um unterschiedliche Maßnahmen zu setzen. Wenn ich bei der Residenzpflicht bleibe, dann haben wir die schon 2016 auch eingefordert, haben gesagt, man sollte sich ernsthaft damit auseinandersetzen. Wir wissen, dass das eine komplexe Frage ist, rechtlich gesehen. Aber wir glauben, gerade unter den aktuellen Bedingungen, wenn wir uns sozusagen die Erkenntnisse des EuGHs anschauen, dann gibt es Möglichkeiten und Gründe, warum ich einschränken kann. Und da glauben wir in einem großen Land, also in einem kleinen Land, muss ich sagen, wie Österreich, wenn wir eine Fokussierung von arbeitslosen Flüchtlingen auf Wien haben, ja, und dann kommen jetzt sozusagen auch andere noch dazu, jetzt in unserem Bereich von 75% versus 25% in den Bundesländern, wo aber die Integrationschancen viel höher sind, dann glauben wir, dass das ein Grund wäre, womit man sozusagen eine Wohnsitzpflicht verbinden könnte. Der Vorschlag war ja auch, ich kann natürlich mobil sein, wenn ich Arbeit aufnehmen kann. Und es war auch der Vorschlag immer, es ist befristet auf 3 Jahre. Es ist nicht, dass man sagt, für immer und ewig, sondern damit Integration gelingt, damit wir den Menschen auch die Chancen geben können, in den Bundesländern, wo es ja sozusagen genügend Beschäftigungsmöglichkeiten auch gibt, hier die Integration in den Arbeitsmarkt wirklich besser zu unterstützen. Ist eine rechtliche Frage, ob das so halten würde mit den Zusatzmaßnahmen. Herr Gahlleitner, klingt aber eigentlich logisch. Ist das die Lösung? Es ist aus dem Bauch heraus, natürlich klingt das vollkommen logisch. Es ist auch nicht so, dass ich jetzt sage, ein kategorisches Nein. Ich denke aber, man muss hier schon wieder das Ganze vom Kopf auf die Füße stellen. Nämlich? Denn wir haben ja, also es ist nicht ganz neu, die Überlegungen der Verteilung von Geflüchteten in Österreich. Und wir haben bereits jetzt, während der Grundversorgung, das heißt während des Asylverfahrens, haben wir eine Verteilung, eine Quotenaufteilung auf die Bundesländer. Was wir aber sehen, ist, dass diese nicht funktioniert, weil sie von einigen Ländern einfach nicht eingehalten wird. Da kann ich gleich Zahlen nachliefern, nämlich diese Quote von Asylwerbern, also im Verfahren in der Grundversorgung, erfüllt ja Wien über mit 197%. Und schauen wir uns die Schlusslichter an, damit wir einen Vergleich haben, Kärnten nur knapp über 50%, 56%, Salzburg. Man muss dazu sagen, politisch, wenn sich ein Bundesland nicht daran hält, gibt es keine Sanktionen. Und genau das ist der Punkt. Wir stehen hier mit einer freiheitseinschränkenden Maßnahme für die Betroffenen. Das mag richtig sein, aber ich glaube, man sollte eben, wie gesagt, das Ganze vom Kopf auf die Füße stellen und zu überlegen, warum gehen denn die Leute dann weg? Und da haben wir das Thema, dass wir aus den Bundesländern, wenn wir sie hinbekommen, die politische Entscheidung getroffen haben, dass es keine Integrationsmaßnahmen während des Asylverfahrens geben soll oder nur sehr eingeschränkt. Es gibt keinen Anspruch auf Integrationsleistungen. Und genau durch diese erfolgt aber die Anknüpfungspunkte in den Bundesländern. Jetzt ist es eine legitime politische Entscheidung zu sagen, wir wollen das nicht, aber sich dann
am Schluss aufzuregen, dass keine Integration passiert und dann eine weitere freiheitseinschränkende Maßnahme hinten nachzustellen. Da würde ich dafür plädieren, fangen wir an, Integrationsmaßnahmen ab dem ersten Tag, und zwar Entkoppelung von der Behördenentscheidung. Und was heißt das ja? Das klingt ja bürokratisch. Ja, nein, also Integrationsmaßnahmen setzen dann ein in Österreich, dass eben erst Asylberechtigte hier tatsächlich in dieses System reinkommen. Das heißt Anspruch auf Deutschkurs, in diese Integrationsmaßnahmen für Asylberechtigte, eben dann Anbindung an den Arbeitsmarkt. Und das muss entkoppelt werden. Wir müssen diese Zeit während der Grundversorgung schon nützen, damit die Leute in den Bundesländern dort Anknüpfungspunkte finden. Weil wir glauben, dass bereits dann die Scheu größer ist, überhaupt dort wegzugehen, wenn die Kinder in den Kindergarten gehen etc. Und eine Anbindung dort erfolgt. Mhm. Frau Draxl, könnten Sie damit, denn ein Problem, das ja angesprochen wird, und da sind wir wieder bei einer Frage, die wir seit Jahren diskutieren, ist ja Eingliederung in den Arbeitsmarkt schon während des Asylverfahrens. Ist ja nur eingeschränkt möglich. Und für Kritiker oder Menschen, die eben sehr kritisch der Migrationszuwanderung gegenüberstehen, die sagen, die sitzen dann da rum. Da bin ich hundertprozentig d'accord mit dem Herrn Garleitner. Also ich glaube, wir müssen in der Phase der Asylwerbephase Integration ab dem ersten Tag machen. Das heißt, ein rasches Anbieten vom Erlernen der Sprache, eine rasche Integration in integrationsfördernde Maßnahmen in den Arbeitsmarkt. Ich denke sozusagen hier daran, dass wir aktuell und auch vielleicht ein Aufhören der Geschichtserzählung, dass die Asylwerber nicht arbeiten dürfen. Ich habe mir es angeschaut, wir haben 3.180 Beschäftigungsbewilligungen letztes Jahr ausgestellt. Also ich glaube, wir müssten das mehr bewerben. Es aber ist möglich zu arbeiten. Ja. Aber ich bin gleich dafür. Ich glaube auch, dass wir das noch weiter öffnen könnten. Ich glaube, dass wir wieder nachdenken sollten, zu sagen, wollen wir nicht die Lehre ermöglichen? Wir haben lange das 3+2-Modell in Österreich diskutiert, das Deutschland hat. Ich glaube, ja, das sollten wir endlich umsetzen. Also Lehrlinge sollten mit ihrer Lehre beginnen können, ja, und sollten dann die Sicherheit haben, dass sie auch, wenn sie negativ, sozusagen einen negativen Asylbescheid haben, 2 Jahre, wenn sie die Ausbildung einerseits fertig machen und wenn sie weiter beschäftigt werden, auch 2 Jahre im Land bleiben. Wir könnten wie bei den Ukrainerinnen für Asylwerberinnen auch noch Felder öffnen. Ja, ich denke an Tourismus, an den Handel, um zu sagen, hier gibt es amtswegig erteilte Beschäftigungsbewilligungen. Das heißt, einen leichteren Zugang, wie wir es bei den Ukrainerinnen gesehen haben. Das heißt, auch wir könnten noch in dieser Phase beitragen, dass die Menschen besser integriert werden. Und ich darf nur an Oberösterreich denken. Ich glaube, da gehen Bundesländer auch schon mit positivem Beispiel jetzt voran. Oberösterreich, Tirol macht Aktivitäten und Projekte. Das heißt, es gibt ganz gezielte Projekte zu dieser Integration ab dem ersten Tag. Und auch, was mir wichtig ist noch, Frau Schnabel, es muss in den Regionen passieren, wo die Menschen dann auch wirklich Arbeit finden. Wir müssen sie hier auch sozusagen gut in Kleinstädten, in Städten integrieren und nicht irgendwo am Land, wo ich auch keinen Kontext kriege. Bevor ich hier noch einmal nachfrage, Herr Garleitner, aber die Grundsatzfrage ist noch nicht gelöst, beziehungsweise hier besprochen, wenn von Anfang an die Verteilung im Verfahren so ungleichmäßig in Österreich ist, helfen dann die Integrationsmaßnahmen? Ich glaube, genau das muss eben, es gibt ja schon eine gewisse Verteilung. Also wir sehen zum Beispiel sehr konstruktive Ansätze in gewissen Bundesländern. Hier ist Oberösterreich genannt worden, es ist Tirol so, es ist Vorarlberg hier. Es ist ja bei den Asylwerbern so, dass ja Wien zum Beispiel hier wirklich unter der Quotenerfüllung ist bei dieser Subgruppe, weil sie hier versuchen eh schon dagegen zu steuern. Aber wir haben hier positive Beispiele. Und ich glaube, hier muss man diese Beispiele fordern und dann ist halt schon das Problem, dass gewisse Bundesländer hier diese Thematik gerne auch vor Landtagswahlen oder jetzt gerade das Burgenland einfach seit 2 Monaten keine Asylwerber in die Landesgrundversorgung de facto übernimmt. Dieses Verhalten ist sanktionslos, nur das wird sich auch mit einer weiteren Residenzpflicht nicht ändern. Das Ziel muss sein, zuerst einmal die Menschen überhaupt in die Bundesländer zu bekommen, dann Integrationsmaßnahmen sofort anzusetzen. Und wenn es dann noch eine Residenzpflicht brauchen sollte, dann kann man darüber reden. Aber ich glaube, dass wir hier dann schon den weitesten Weg gegangen sind. Da muss man sagen, das läuft über Länder- und Parteigrenzen hinweg. Die Regierung ist aus unterschiedlichsten Gründen dagegen und Wien derzeit fordert eine solche. Ich wollte aber noch einmal nachfragen, Frau Draxl. Viele unserer Zuseherinnen und Zuseher fragen sich, jetzt sind vor allem ganz viele arbeitslos gemeldete Flüchtlinge in Wien überproportional. Gleichzeitig sucht man in dem Land händeringend nach Personal. Manchmal sind es wirklich Hilfstätigkeiten, wo man kein Personal dafür bekommt. Und Ministerien, aber auch Ländern fahren außerhalb von Europa in Drittstaaten, von Vietnam, Indien bis nach Südamerika und werben Personal an.
Wie passt das zusammen und könnte man das auch lösen, wenn man wollte? Ich glaube, es braucht auf beiden Seiten Anstrengungen. Es braucht Anstrengungen, die Menschen, die hier sind, gut in den Arbeitsmarkt zu integrieren und sie auch dorthin zu bringen, wo wir sie brauchen als Fachkräfte. Ja, und das muss auf mehreren Ebenen ansetzen. Ja, also das heißt, wenn ich eine Region bin, die einen Fachkräftebedarf hat, dann erwarte ich mir, dass die sich kümmern um das Wohnen für diese Menschen. Dass die sagen, ja, wir wollen euch integrieren und wir schaffen hier gemeinsam, wir schaffen Wohnraum und das AMS schafft die Integrationsmöglichkeiten. Und Firmen, das gibt es ja auch schon inzwischen, kümmern sich darum, dass sie diese Personen gut vorbereiten, ja, sodass sie dann auch alle Tests bestehen, damit man hier sozusagen in die Ausbildung kommt und die zukünftige Fachkraft wird. Weil sie müssen ja gegenübersehen, bei der Drittstaatenakquise geht es ja darum, sie wollen ja die zukünftige Fachkraft schon fertig ausgebildet holen und die soll dann in der Region positioniert werden. Und da geht es nicht mehr darum, jemanden aus Wien in eine Region zu holen, sondern sozusagen, sie werben jemanden als Fachkraft schon ab und bieten einen Arbeitsplatz an. Also es sind schon andere Mechanismen, man kann die nicht ganz ausgleichen, aber ich glaube, es gäbe viele Möglichkeiten noch, was wir in Österreich machen können, um diese Gruppe gezielt sozusagen unterzubringen und auf Arbeitsplätze zu bringen. Es setzt aber voraus, dass wir Wohnmöglichkeiten finden. Wir scheitern in der überregionalen Vermittlung, die für uns ein großer Schwerpunkt ist, an der Frage der Wohnmöglichkeiten für die Menschen. Und das wäre dann wieder eine Frage an die Gemeinden und die Länder. Aber diese Diskussion führen wir auch schon lange, nämlich welche Gemeinde nimmt dann Flüchtlinge? Ja, und hier braucht es, glaube ich, eine Trendumkehr in der Integrationspolitik. Wir stehen vor den logischen Ergebnissen dieser Politik momentan. Und hier braucht es sicherlich ein Umdenken, weil egal, ob es in diesem Bereich ist oder in der Erwerbsmigration, wir müssen hier wieder ein anderes Denken erlernen, wie wir mit diesen Themen umgehen. Wir haben das Thema Arbeitsmarkt ist angesprochen worden, Integrationsmaßnahmen. Hier wurde zum Beispiel das erst 2018 umgewandelt in eine Kann-Maßnahme. Das heißt, dass es eben keine Integrationskurse oder keine Deutschkurse mehr geben muss, keinen Anspruch. Und das muss ganz eindeutig geändert werden. So eine lange To-Do-Liste an die Politik. Danke, Herr Gallettner-Gerz und danke, Frau Draxl. Danke. Ja, Österreich, ein Einwanderungsland, haben wir gerade gehört. Und dennoch ist Zugzug nicht gleich Zuzug, wenn es sich um Zuwanderung aus der EU handelt. Circa 700.000 EU-Bürgerinnen und Bürger, die hier bei uns leben, sind am 9. Juni, wenn ein neues EU-Parlament gewählt wird, wahlberechtigt. Das heißt, sie könnten für die österreichischen Kandidatinnen und Kandidaten stimmen und somit auch in der heimischen Innenpolitik quasi mitmischen. Allerdings nur wenige machen davon Gebrauch. Warum? Das erklären uns jetzt Jürgen Klatzer und Miriam Ressi. Wien-Alsergrund, eine europäische Hochburg. Nirgendwo in Österreich gibt es so viele Menschen aus anderen EU-Staaten. Hier in die mehrsprachige Buchhandlung List kommen viele internationale Kundinnen und Kunden. Mitarbeiterin Domitier kommt aus Frankreich und wohnt nun in Wien. Bei der EU-Wahl am 9. Juni wird sie die französische Vertretung wählen. Als EU-Bürgerin könnte sie ihre Stimme auch einer österreichischen Partei geben. Sie wusste nichts davon. Ja, das hat mich eigentlich sehr überrascht. Ich finde es auch sehr schön, weil ich, ja, das ist ein schönes auch europäisches Bild, finde ich. Aber ja, also das ist für mich auch etwas Neues. Dass man sich für diese Option registrieren muss, ist vielen EU-Ausländern nicht bekannt. Und für viele kommt diese Information zu spät, wie auch für diese deutsche Studentin. Die Frist für den Antrag endete nämlich bereits am 26. März. Es wäre auf jeden Fall gut gewesen, es zu wissen. Jetzt ärgere ich mich ein bisschen, dass ich die Chance verpasst habe. Ich würde sagen, ich bin so 50-50 informiert aus beiden Ländern. Aber die Auswirkungen von österreichischer Politik, dadurch, dass ich hier eben einfach lebe und meinen Lebensmittelpunkt habe, betreffen mich ja viel mehr. Deswegen wäre es eigentlich schon für mich persönlich sinnvoller, vielleicht auch österreichische Parteien zu wählen. Circa 700.000 wahlberechtigte EU-Ausländer leben in Österreich. Doch nur ein Bruchteil macht ihr Kreuzerl bei österreichischen Parteien. Heuer sind es rund 45.000, denn die Hürden sind hoch. EU-Ausländer, die für österreichische Parteien bei der EU-Wahl stimmen wollen, müssen ihren Hauptwohnsitz in Österreich haben und am Wahltag 16 Jahre alt sein. Dazu muss ein Antrag bei der Gemeinde gestellt werden. Entweder persönlich oder per Mail. Die Eintragungsfrist für die EU-Wahl endete am 26. März. Dann wird man in der Europa-Wähler-Evidenz erfasst. Verpasst man die Frist, kann man nicht österreichische Parteien wählen, aber noch die des Herkunftslandes. Dave Cock ist in seinem Element.
Der gebürtige Niederländer moderiert eine Diskussion zwischen Spitzenpolitikern. Das Thema EU. Kok lebt seit seiner Kindheit in Österreich. Dieses Jahr wird er zum ersten Mal einen österreichischen Vertreter wählen. Ich habe 2019 theoretisch schon für Österreich wählen dürfen, habe aber damals noch nichts gewusst, dass ich mich in also dass ich einerseits für Österreich wählen darf und dass ich mich eintragen lassen muss. Beziehungsweise habe es erst dann erfahren, wo diese Antragsfrist schon vorbei ist. Die EU-Wahl findet Anfang Juni statt. Ende März ist schon die Eintragungsfrist für diese Wahl jetzt gewesen. Da wird noch nicht über die EU-Wahl gesprochen. Da geht das natürlich ganz unter. Und erst wenn dann darüber gesprochen wird, kommt man drauf. Das heißt, bei der letzten Wahl habe ich noch für Holland gewählt, weil lieber ich gehe wählen, als ich will gar nicht. Tatsächlich setzt Österreich die Frist im Vergleich zu anderen EU-Ländern früh an. In Polen etwa kann man sich bis wenige Tage vor der Wahl entscheiden. Robert Stein war mehr als 30 Jahre lang für den ordnungsgemäßen Ablauf von Nationalratswahl, Bundespräsidentenwahl und eben auch für die Europawahl zuständig. Nun ist er in Pension, berät das Innenministerium aber noch im Superwahljahr. Der Grund, warum das Fristengefüge in Österreich anders ist als in anderen Mitgliedstaaten, hängt damit zusammen, dass wir ein sehr komfortables, ausgereiftes Wahlkarten- und Briefwahlsystem haben und dass das Rollout der Wahlkarten knapp 4 Wochen vor der Wahl beginnt. Zu diesem Zeitpunkt müssen die Wählerverzeichnisse stimmig und abgeschlossen sein. Staaten, die ein solches Briefwahlwesen, Wahlkartenwesen nicht haben, können mit den Fristen knapper an der Wahl zu liegen kommen. Kritik daran kommt von Nini Ziklauri. Mit der Partei Volt sammelt sie Unterstützungserklärungen, um bei der EU-Wahl antreten zu können. Sie selbst ist deutsche Staatsbürgerin und hat sich registrieren lassen, um ihre Stimme für österreichische Parteien abzugeben. Ich denke, man denkt noch immer zu national. Man schaut wahrscheinlich nur auf das Österreichische. Es ist irgendwie sehr schade, dass das dann so ein bisschen ignoriert wird. Das wird ja auch gar nicht wirklich so richtig thematisiert. Wir kritisieren natürlich die Bundesregierung auch, weil das muss einfach thematisiert werden, es muss angesprochen werden und nicht einfach ignoriert werden, ja, dass eben alle Personen, die hier arbeiten und leben, die eine EU-Staatsbürgerschaft haben, auf jeden Fall aufgeklärt werden müssen. Paul Schmidt von der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik sieht es ähnlich. Die Mitgliedstaaten und die politischen Parteien seien gefordert, diese Zielgruppe mehr anzusprechen. Er ordnet aber auch eine Hohlschuld bei den Betroffenen selbst. Bei Europäerinnen und Europäern, die Demokratinnen und Demokraten sind, muss es natürlich auch ein verstärktes Interesse geben, gerade wenn ich in einem anderen europäischen Land lebe, hier mich an diesem demokratischen Prozess zu beteiligen und an der Wahl zum Europäischen Parlament teilzunehmen. Wenn ich das nicht tue, dann wählen andere für mich und dann darf ich mich auch nicht wirklich beschweren. Schmidt nimmt aber auch die Europäische Union in die Pflicht. Sie müsse EU-Ausländer besser informieren. Frank Piplat ist Leiter des Verbindungsbüros des EU-Parlaments in Österreich. Was sagt er zu der Kritik? Wir machen Kommunikation, aber andere ja auch. Also auch österreichische Behörden kommunizieren. Und ich will nicht sagen, dass man da mehr machen könnte. Kommunikation ist auch immer eine Frage der Mittel, die man hat, um zu kommunizieren. Änderungsbedarf sieht er aber auch bei den verschiedenen Fristen. Ja, ich würde sagen, je früher diese Frist ist, desto größer ist die Chance, dass es Nichtwähler gibt. Und darum sollte aus unserer Sicht ein gutes Datum gewählt werden. Aber das ist jetzt den Mitgliedstaaten überlassen. Die Mitgliedstaaten müssen mit Wählerlisten dafür Sorge tragen, dass Wahlberechtigte woanders nicht noch einmal wählen. 2014 sorgte der deutsch-italienische Doppelstaatsbürger Giovanni Di Lorenzo für einen Eklat. Der Zeitchefredakteur zeigte auf, manche EU-Bürger können theoretisch doppelt wählen. Ich habe in Deutschland gewählt, allerdings zweimal. Einmal gestern in einem italienischen Konsulat und einmal heute in einer Hamburger Grundschule. Ich darf zweimal wählen, weil ich zwei Pässe habe. Di Lorenzo musste deswegen einen namhaften Geldbetrag zahlen, denn zweimal wählen ist nicht erlaubt. Aber ist es nach wie vor trotzdem möglich? Eine Person mit Doppelstaatsbürgerschaft ist de facto nicht abzufangen bezüglich einer Doppelstimmabgabe, nur über das Strafrecht.
Mit der Datenaustauschrichtlinie werden Personen, Anführungszeichen, abgefangen, Ausführungszeichen, die nur eine Staatsangehörigkeit oder Staatsbürgerschaft besitzen. Das heißt, es ist weiterhin möglich, dass Doppelstaatsbürger zweimal wählen? Es ist möglich, allerdings nicht ohne einen Straftatbestand zu begehen. Zurück in der internationalen Buchhandlung. Dieses Mal geht sich eine Stimmabgabe für österreichische Parteien nicht mehr aus. Ist das Interesse geweckt? Also ich würde schon gerne wissen, wann, was ja das, wann ist der letzte Tag und so, um sich zu anmelden, meine ich. Aber ich, damit ich eine freie Entscheidung treffen kann. An sich, auf den ersten Blick, fände ich es eine gute Sache, dort zu wählen, wo ich auch lebe. Sie werden das nächste Mal in 5 Jahren die Chance haben, österreichische Vertreter für das EU-Parlament nach Brüssel zu schicken. Und wer einmal registriert ist, bleibt es auch für kommende Wahlen. Am 9. Juni ist es dann soweit und wie Sie wahrscheinlich auch merken, nimmt der EU-Wahlkampf schon langsam Fahrt auf, durch den wir Sie informierend natürlich hier im Report in den kommenden Wochen begleiten. Für heute aber sagen wir danke fürs Zusehen. Bis nächsten Dienstag. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Kommen Sie gut durch die Woche.